Alles. Ich krieg die Krätze bei sowas. Ich bin kurz davor, ihm das Zeug abzunehmen und ihn wegzuschicken. Als wie ihr meint, Herr. Team Luck. Hallihallo, Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu einer weiteren Folge per Anhalter durch Himmelsrand. Immer noch in Labyrinthion. Aha. Ich sehe, wir sind da wohl schon fast durch. Hier könnte noch was sein. Oder ist das Hintergrund? Nee, das war wohl der Hintergrund. Ja, da Tür, schon fast geschafft anscheinend. Hatte ich gar nicht erwartet. So. Das erste Gebäude in Labyrinthion schon bald gesehen. Nur Kiste, doch, hatte ich schon. Ja, wir machen direkt weiter, wie immer. Wir hatten diesen Raum zuletzt noch ausgecheckt. Und müssen da ins Loch runterhüpfen. Nur da ist einer. Hey, was machst du denn da unten? Habe ich noch entwaffnen? Fand ich super. Hey! Sohn, halt dich! Haha, viel besser, viel cooler. Oh, das war alles, okay. Ich dachte schon, da kommt noch einer. Oh, geht die schnell down? Alter Walter. Crazy, das macht mir einen Haufen Spaß. Überall Tränke. Die Trauger sind wohl sehr alchemistisch unterwegs, oder ist auch schon sehr vieles eingefallen wohl. Oh, Kiste. Oh, ja, fast übersehen da. Schäm dich. Ja, schwarze Seelensteine. Sehr, sehr, sehr gut. Himmelsrand! Wow! Das ging ja wirklich sehr schnell. Sehr, sehr schnell. Er ist wieder frei! Unser kleiner Drachi. Der verfolgt uns schon bestimmt über 100 Folgen. Ja, wir sind hier rein. Und da raus. Genau wie wir das wollten. Wollen wir jetzt uns das Labyrinth angucken? Sind wir bereit dafür? Ich glaube schon, oder? Gehen einfach mal rein. Ich bin gespannt. Ja, schon der Eingang sieht sehr labyrinthisch aus. Oh mein Gott. Schon zwei Kurven direkt am Anfang. Das verwirrt mich schon. Ja, immer die dummen Sprüche am Anfang und dann doch auf einmal scheitern. Aha. Okay. Ja. Nicht schon mit Zephyr rumballern? Läuft da irgendwas rum? Seht ihr etwas? Da ist auf jeden Fall ein Wort da hinten. Oder ja, das Labyrinth, jetzt sehen wir es sogar. Ist ein bisschen. Oh, wäre gut, wenn ich das vernünftig auf dem Bild kriege. Oh, das wäre cool, da reinzugehen. Das könnte ziemlich schwierig werden, wenn ich mir das so angucke. Wow. Okay, hier ist wohl einfach die Tribüne. Ja. Schick noch einen Garten am Eingang.
Schön noch den Loot mitnehmen. Okay. Oh mein Gott. Stäbe. Schwebende Stäbe. Warte mal. Stab der Abwehr, Stab des Magelichts, Stab der Furcht, Stab der Feuerbälle. Mysteriös. Da kriege ich das. So geht. Ja, alles Foto. Okay, der hat noch einen kleinen Sehnstein dabei. Und ein zerfletterter Notiz. Die sieht gar nicht mal so zerflettert aus. Zweimal betreten. Nur einmal verlassen. Veränderung führt euch zu Zerstörung. Super. Nur Illusion weist den Weg zu Wiederherstellung. Beschwört nicht, sondern werdet beschworen. Zweimal betreten, nur einmal verlassen. Veränderung führt euch zu Zerstörung. Nur Illusion weist den Weg zu Wiederherstellung. Sagt mir auf jeden Fall jetzt so noch gar nichts. Oh. Okay, wir checken das Außengebiet auf jeden Fall mal komplett ab. Haha, ich spanne euch noch ein bisschen auf die Folter, bis wir reingehen. Oh, da drin. Okay, Gegner. Die den Weg nicht mehr rausgefunden haben oder so. Ah, wir kommen sogar ans Wort ran schon. Wir müssen aber das Labyrinth bestimmt meistern. Aber ich kann von beiden Seiten rein. Offenbar. Jetzt mal das Wort holen. Ich glaube, das letzte im Vanilla-Spiel. Unbehagen. Ich glaube, die anderen kriegen wir jetzt nur noch über die Dawnguard-Quest. Lebenskraft entziehen auf jeden Fall. Das war ein Vampir-Ding. Unbehagen. Cool. Was fehlte noch? Zeit verlangsamen. Okay, das ist aber auch ein Standard. Okay, Magiegilde, das werden wir da noch kriegen wahrscheinlich. Das allerletzte Wort. Dann haben wir auch alle Schreie gelernt. Feini ist das. Nichts vergessen, nichts übersehen. Außer wir kommen jetzt hier nicht weiter. Astrales. Mann, der Typ. Oh, da sind einige Gegner drin. Könnte unterhaltsam werden. Es kann jetzt sehr, sehr schwierig oder ziemlich einfach werden, da durchzukommen. Okay, es sind wohl Skeva, den Geräuschen zu urteilen. Wir gehen einfach mal ohne Stab rein, oder? Ah. Es ist ja Veränderung. Ah, okay. Okay, jetzt wird's dann interesting. Nun ist die zerfletterte Notiz. Zweimal betreten, nur einmal verlassen. Veränderung führt euch zu Zerstörung. Also entweder muss ich jetzt... Muss ich alle Stäbe mitnehmen? Sind das von allen Juden? Warte mal, Magierlicht ist ja... Veränderung? Illusion? Veränderung? Ja. Nehmen wir mal mit. Stab der Abwehr ist ja Wiederherstellung. Und Doflin, ja, Wiederherstellung. Dann ist das hier Illusion und Zerstörung. Dann haben wir bis auf Beschwörung alles dabei.
Mit diesen Stäben. Ich nehme an, wenn ich den benutze, geht hinter mir die Tür zu oder so. Oh, ist das cool. Also, Magielicht. Hat geklappt. Das mache ich wohl mit der Kette. Dann wieder zu. Okay. Dass man immer wieder rauskommt. Okay, das war jetzt einfach mal öffnen. Klappe. Flöte. Nehmen. Oh. Was? Okay, ein Augapfel. Bleiben die offen? Die bleiben offen. Oh mein Gott, was was kommt hier auf mich zu? Grales, verpiss dich da mal bitte. Klappe. Rolle des Magierlichts. Einiges an Loot kommt hier wohl auf uns zu. Ist das clever, wenn wir den dabei haben? Dann haben wir immer ein Stoppschild hinten dran. So, dann kommen wir in den äußersten Ring. Okay. Das ist Holzkohle. Zweimal mitnehmen. Ich nehme einfach mal alles mit, was wir können. Zinnstein. Oh, wir sind raus. Cool. Das hatten wir schon. Jetzt sind wir, glaube ich, im äußersten Ring. Also im äußersten Bereich. Nichts. Hier sollten wir wieder rausgucken können. Ja. Okay, dann wird das wohl doch nicht allzu schwer werden. Es sieht aus, als wäre das einfach von außen nach innen aufgebaut. Gold. Ah, ein Goldstück in einem Schädel drin. Ja. Ob wir Trales hier je wieder rauskommen oder überhaupt reinkommen. Okay, hier liegen Leichenteile rum. Oh, ich hoffe, ich brauche die nicht irgendwie, die Skeva. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja. Ja, das ist wohl einfach random Zeug drin irgendwie. Okay, alle leer. Ich glaube, wir sind schon ziemlich nah am Zentrum. Vielleicht hat der die Wirkung mit dem Stab auch. Je nach. Nee, ich glaube, das kann ich direkt verwerfen, diese Theorie. Veränderung hat mich zu Zerstörung geführt. Das war richtig. Jetzt habe ich Zerstörung benutzt. Zweimal betreten, nur einmal verlassen. Wir könnten ja von der anderen Seite auch rein. Veränderung führt euch zu Zerstörung. Nur Illusion weist den Weg zur Wiederherstellung. Warte. Sie haben es geschafft, mich so weit zu verunsichern mit dem ersten Satz, zweimal rein, einmal raus, dass ich mir erst die andere Seite auch angucken möchte. Wir waren jetzt auch nur so in einer Hälfte drin des Labyrinths, das war nicht das Ganze, so von der Fläche her würde ich sagen. Das ist ja ein großer Bereich.
Mal gucken, ob das clever ist, was ich jetzt mache oder nicht. Krabi! Willkommen! Umdrehen, umdrehen. Wo ist ein Rales? Der läuft irgendwo in eine Wand rein. Bestimmt. Kommt auch nicht klar mit so einem Design hier. Nie und nimmer. Also ich glaube, jetzt haben wir es gleich. Ja, dann drumrum gerannt. So, als Programmierer würde ich auch hier den Eingang als den richtigen machen. Den hinteren, nicht den vorderen. Illusion. Nur Illusion führt zu Wiederherstellung. Okay. Furcht. Ich hoffe jetzt mal, dass das gut war. Dass wir erst hierhin sind noch. Wenn wir am gleichen Ort hinkommen, dann raff ich's nicht. Ist da irgendwo eine Tür aufgegangen oder so? Könnte ja auch sein. Ne, jetzt sollten wir hier zur Wiederherstellung kommen, eigentlich. Oh, ein Eisgeist. Glaube ich. Horkerzahn. Oh, können wir brauchen. Super. Für das Haus. Was für ein Zufall. Blutige Lumpen. Ja, mitnehmen, auf jeden Fall. Gold und Gold. Gold und Gold. Nur wegen dem Loot müssen wir das doch machen. Ja, wie immer. Metall, das hätten wir sonst auch nicht gehabt. Brauchen wir auch. Wie kommen näher? So cool gemacht. Komm. Mich flasht es weg. Auch wenn es weniger labyrinthisch ist, als ich gedacht habe, aber das hätten sie ja den Leuten auch nicht antun können. Doch, jetzt greift er mich an, okay. Dachte, kurz. Wäre lieb. Vielleicht. Oh, sag mir einfach bitte, dass ich die nicht bezaubern hätte müssen, irgendwie für irgendwas. Dimensionsbrücke. Auch ein Lehrbuch, das wir schon kannten. So, und ich glaube, wir sind bald in der Mitte. Centurio Dynamo-Kern. Oh, sehr nice. Brauchen wir auch. Ah, was wir alles wieder brauchen. Heilung anderer. Kenne ich doch schon, oder? Nachher kurz mal gucken. Ja. Okay. Wiederherstellung. Oh, es geht beides runter. Dann hätte es wohl keine Rolle gespielt. Vielleicht. Trail of Conjuration. Okay, wir müssen da rein. Wow! Tremora Valkynas. Ja, hallo. Guten Tag. Was machst du hier? Böser. Oh, der hat noch Atronachen-Verstärkung mitgebracht. Kann ich den looten? Nee, der ist schon wieder weg. Mann! So, und das jetzt? Wieder auf Anfang. Ah, der andere wurde wohl dann weggefetzt.
Okay, das war. Ah, ne, da liegt er, da liegt er. Tremora Valkynas. Dies Wirken von Zaubern aller Schulen verbraucht weniger Magicka. Okay, das war jetzt Wiederherstellung. Jetzt müssen wir natürlich hier auch nochmal rein. Hätte ich da einfach runterhüpfen können, das hätte wohl geklappt. Boah, was ist denn das? Genau, hier. Jetzt wurden wir wohl in die Ebenen Oblivions geschickt oder sowas. Mysterisch, mysteriös. Okay, doch fast eine halbe Folge da im Labyrinth verbracht. Sehr cool. So, gleich sind wir da. Boah. Cool. So, nice. Okay. Hängemoos mitnehmen, richtig. Ah. Beschwörung. Hier wäre der andere Weg runtergekommen. Alter! What the? Beschwörung. Geh nochmal den Ding lesen. Nicht das, beschwört nichts, sondern werdet beschworen. So, auf Anhieb. Ich muss Seelenfalle darauf wirken. Beschwört nichts, werde beschworen. Dann mal hier hoch. Das werden wir noch lüften. Das ist Geheimnis, hoffe ich. Warte, jetzt sind wir da auf der Seite einfach wieder hochgekommen. Ein Puzzlestück fehlt noch. Denke ich. Okay, ne, hier kann man nicht rauskommen. Es gibt nur diesen einen Weg. Kann ich, darf ich, soll ich, muss ich da noch was machen? Heilung anderer haben wir gekriegt hier in den Dingern drin. Werdet beschworen. Wie werde ich denn beschworen, wenn ich eine Schnellreise mache? Beschwört nicht. Es ist aber ein Beschwörungssymbol. Nee, es ist doch, es war ein... Doch, ein Oblivion-Symbol war es ja. Das ist ja das Symbol der Beschwörungsmagie, glaube ich. Das Symbol eines Oblivion-Tors. Ich beschwöre jetzt einfach mal auch was vorne dran. Alle anderen Schulen haben wir gebraucht schon. Runter.
Nein. Nein. Hast du eine Idee, Koloss? Hier irgendwo noch was? Wir haben ja auch noch eine Rolle aufgehoben. Das wäre aber sehr random, wenn man die jetzt benutzen müsste. Das Magierlicht. Nee, das wäre zu einfach. Was könnte man denn da bei der Beschwörung alles so anstellen? Nö. Ich glaube, ich bin da auf der falschen Fährte. Tetra beherrschen. Nee. Tetra verbannen. Nee. Der hatte ja auch keinen Stab dabei, den wir da vorhin klar gemacht haben. Tremora Fürst. Okay. Der ist wohl irgendwo. Grabwächter. Nein, sinnvolle Sinnspalter. Ich habe keinen Plan. Ich werde dann wohl kurz ins Buch schauen müssen dafür. Zu geil. Ja. Krass, krass. Oder... dann von euren Kommentaren profitieren. Vielleicht wisst ihr da ja Bescheid. Was mir noch verborgen bleibt. Ich denke schon, dass wir das auch noch aktivieren können und da noch was passiert. Aber vielleicht bin ich ja auch auf dem Holzweg. Wäre nicht das erste Mal. Ja, genau. Aber das Labyrinth fand ich mega cool. Auch wenn wir noch nicht ganz fertig sind, denke ich. Valkynas. Wir haben auch nicht irgendwie einen neuen Zauber gelernt oder sowas. Die Atronaren haben wir vernichtet. Müsste da nicht noch ein Frost irgendwo rumliegen? Wenn da alle drei gekommen sind. Bestimmt irgendwo im Labyrinth drin. Wir können ja erstmal noch den anderen Ort auschecken. Ich glaube, so erkennt man es schon, dass es ein Labyrinth sein soll. Nein! Oh, Glück gehabt, hat's gepasst. Cheaten wir noch ein bisschen. Okay, hier war der eine Eingang, da müsste der andere da vorne sein. Das Movement. Ui. Nein! Nicht runterfallen.
Warte, hier noch weiter, da hinten. Oh ja, genau da. Ja, ja. Okay, das ist auf jeden Fall parallel zueinander. Das bringt mir überhaupt gar nichts, was ich da mache, aber... Nein! Das war lustig für einen Moment. Okay, wir gehen... Ja, wir können auch hier raus. Kein Thema. Machen wir den Rundgang nochmal. Keinen Plan. Oh mein Gott. Dieses Geräusch, wenn man die Treppe hochfährt. Alles und Krabi können ja gar nicht mehr raus. So. Ja, ich gehe mal weiter und werde da mal das Buch konsultieren. Wir haben ja nicht wirklich was gekriegt jetzt. So ein bisschen Plunder. Ja, okay, das Diadem von dem Trimora, das war ja schon nicht schlecht. Irgendetwas fehlt noch. Dann hier ist ja der Maskenschein, oder? Ja, das machen wir ganz, ganz, ganz am Ende. Gehen wir erstmal noch da rein. Ich glaube, das waren ja dann auch alle Türen. Labyrinth, da sind wir schon durch. Und dann haben wir dann den letzten Ort, uns unbekannten Ort auch schon beinahe alles gesehen. Dann können wir effektiv nur noch questen eigentlich. Zeremonielle Tür. Dir fehlt der notwendige Gegenstand, um die Tür zu benutzen. Okay, das ist ein Kopf von irgendwas. Brauchen wir hier die Maske? Die letzte. Okay, dann doch nicht hier rein. Dann werden wir doch mal die Maske aufsetzen. Wie lange haben wir schon Zeit? Ja, noch eine halbe Folge. Passt doch. So, jetzt wird's dann interessant. Objekte. Bekleidung. Wo ist die Holzmaske? Ja. Wumm. Weg sind wir. Wow. Eine Zeitreise gemacht. Offenbar. Wenn man sich das hier so anschaut, auf jeden Fall. Ja, kein Loot in der Vergangenheit. Was ist denn da los? Oh. Wird dann schwierig, mich zu entscheiden, welches Bild. Okay, war eine Zeitreihe 4. 5, 6, 7, 8 Stück. Oh, oh. Warum hatte ich nur 7 Masken dabei? Wolfsung ist da. Mokun ist da. Otar ist da. Morokai. Murukai fehlt mir noch. Ragot. Nari ist da. Der ist da. Crosses ist da. Schande. Murukai. Muss ich mir kurz aufschreiben. Wo denn hier? Murukai. Kai. Ich hatte doch recht, waren doch 8 Masken. Ja.
Ha, ich komme hier gerade überall nicht weiter. Das ist ungünstig. Warte mal, ist das die, die wir anhaben? Die Holzmaske ist nicht benannt. Ich kann die ja hier lassen, oder? Ist das nicht schlau? Warte mal. Zeitsprung! Ich nehme die lieber wieder mit. Wo habe ich denn eine Maske übersehen? Das kann doch fast nicht sein. Hatte irgendwann mal ein Begleiter noch eine und die ist dann abhanden gekommen. Ja, ich kann ja das alles nachprüfen mit dem Buch. Boah, Schande! Das bringt mich jetzt doch ein bisschen... Ich glaube, um da reinzukommen, müssten wir das Rätsel in Labyrinthion lösen. Wo ist Rales und Grabi? Sind die im Labyrinth hängen geblieben, oder was? Offenbar. Nee, das ist nicht gut, Rales. Brauchen wir schon. Mann, jetzt noch technische Probleme da. Rennen. Oh, der Frost-Atronach. Ich glaube, ich habe den gehört. Lebt er noch? War das das Problem? Sonst müssen wir dann nochmal das andere... Also nochmal andersrum laufen. Ich glaube, ich habe den gehört gehabt. Nee, der wäre ja rot geworden eigentlich, aber... Ah, Rales. Hi. Komm mal mit. Okay, Krabi war auf der anderen. Wohl. Warte mal. Wir haben bis jetzt alles außer den Frost-Atronachen gesehen. Nee. Auch nicht. Also wir haben beide anderen gelootet. Den Feuer- und den Sturm-Atronach, aber den Frost habe ich ja gar nicht gesehen. Der müsste ja noch irgendwo sein. Oder zumindest die Teile davon. Kann ja sein, dass Rales den platt gemacht hat. Das ist jetzt der von uns, oder? Weg da, bitte. Vielleicht habe ich auch was anderes gehört. Vorhin. Nee, der wäre doch bestimmt rot geworden. Hier. Nee, das war der Eishaufen vom Dingens. Nee, ich glaube, das ist hier nichts zu finden von dem Atronaren. Dann habe ich keine Ahnung.
Echt nicht. Hi. Ach, Menno. Ja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Schalendors Labyrinth. Es gibt auf jeden Fall irgendeine Tür noch. Ah, wo wir hier rein sind. Könnte sein. Hier war ja auch nichts. Ich hatte jetzt kurz noch den Gedanken mit Charlidors Erkenntnis, die Schriftrollen, die wir da haben von der Akademie. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Aber seht ihr, was ich meine? Wir haben den Freuja und den Sturmatronach hier getötet und ihn. Wo ist denn sein Hammer? Den Hammer nehmen sollen. Oder was? Okay, ich wollte mal kurz eine Schnellreise machen, wegen den Begleitern. Dann tauchen die ja vielleicht wieder auf. Aber wir sind in einem Innenraum. Nee, nee. Dann klappt es nicht. Ach. Das ist ein Feuer, das war wohl ein Feuer. Klingt irgendwie wie ein Frostatronach. Boah, ich dreht mir schon im Kopf. Nee, wir kommen ja überall durch, wenn wir durch beide laufen. Also es gibt ja dann keinen Gang, den wir nicht benutzt haben. Krabi ist schon mal da. Ist aber egal. Alles so, jetzt. Mitkommen. Aber los. Krabi kann ich ja hinporten. Ja, danke, Rales. Komm jetzt. Du Langweiler, du. Ja. Komm. Alles. Ich krieg die Krätze bei sowas. Ich bin kurz davor, ihm das Zeug abzunehmen und ihn wegzuschicken. Als wie ihr meint, Herr. Dimlack. Ja. Bisschen viele Stäbe. Gibt die auch her. Kannst mir nun alles geben. Dann werde ich zurückgehen. Kannst und selber zu trinken besorgen. Vielleicht sehen wir uns bald wieder. Selber gucken, wie du wieder nach Hause kommst. Nicht mein Problem. Mann, das kotzt mich schon ein bisschen an. Och. Och, reicht nicht mehr. Stiefeli. Irgendwo ist eine Maske nicht mitgekommen. Können jetzt entweder sein, dass man die bei der Akademie-Quest noch kriegt. Questreihe. Oder dann ist irgendwo irgendeiner abhanden gekommen. Ja, ich werde jetzt dann wohl einen Schnitt machen müssen. Dass wir hier weiterkommen. Und da kurz mal das Buch aufschlagen. Es hat keinen Sinn, da noch lange weiter zu probieren.
Ich glaube, ich muss das wirklich so machen. Ja, mache ich hier mal einen kurzen Schnitti. So, mit dem Wunder des Schnittes. Ja, jetzt bin ich noch überladen. Habe ich das Rätsel gelüftet. Ich habe mir Wissen angeeignet aus den Sphären des Universums. Nee, eigentlich nur aus dem Buch. Also, so ist es. Die Masken-Quest können wir erst beenden in Verbindung mit der Quest der Akademie. Und hier das letzte Siegel, das Beschwörungssiegel, kann man nicht aktivieren. Offenbar war das wieder einmal eine Finte für den lieben Dark. Da kann man gar nichts machen. Aber, ne, als ich da schon das Buch offen hatte, ist es sogar hier oben, habe ich da noch was gelesen von ein bisschen verstecktem Loot. Und ich dachte, wenn wir jetzt da schon uns so lange aufgehalten haben hier, könnte ich ja zumindest den noch versuchen zu holen. Ich glaube, dafür müssen wir hier oben gucken. Ja, ich glaube, ich habe es gefunden. Und dann kann ich sogar mich hier ja noch mehr umgucken. Da auf der Tribüne. Nicht gedacht. Oder ja, nicht direkt daran gedacht, dass wir da ja hoch könnten vielleicht. Oh. Sieht man das von so noch was besser, dass es ein Labyrinth ist? Es ist so schwierig, das in den Winkel zu kriegen, wo man das erkennt. Es sieht doch einfach dann aus wie komisches Gebäude. Ah, schwierig. Okay, wir gehen jetzt nochmal hier gucken. Ja, da wir ja da sowieso nicht mehr weiterkommen erstmal, wir müssen die Akademie spielen. Oha, doch noch einiges da an Loot. Ja, Wirbelwind-Sprint ermöglicht einem schon viele Ecken noch anzugucken eigentlich. Und hier? Besser? Das ist auch scheiße. Hm. Ich bin nicht zufrieden bis jetzt mit den Bildern. Und es wäre auch irreführend, wenn ich sind wir jetzt noch höher? Jetzt war ich kurz verwirrt, ob wir da mit der Treppe hochkommen sogar. Ja. Ah. Nix, Wirbelwind-Sprint ist gar nicht nötig. Man muss nur auf der anderen Seite rüberlaufen. Ja, haben wir noch was gelernt. Wir können das sogar ohne Schrei machen hier. Wissen alle Bescheid. Was für eine Riesen-Location. So. Diesen armen Knirps noch looten. Der hat auch nicht das dabei, was beschrieben war. Wieder mal. Stand was von einem weiteren Diadem. Hab mich schon gewundert, warum man da zwei kriegen sollte. Diadem des Gelehrten. Haben wir jetzt gekriegt vom Tremora vorhin, vom Endboss hier. Krabi hockt immer noch im Labyrinth drin, der Arme. Ich werde den gleich zu uns holen. So, dann sind wir hier erstmal durch. Es tut mir leid, dass wir da so ein bisschen hängen geblieben sind, aber es war, ja. Es war für mich ja was Neues und ich habe es einfach mal blind versucht, wie sich das gehört. Das ist nicht Wacholder. So, Krabi. Komm her. Ich brauche dich. Hi, Süßer. So. Ob Rales da je wieder rausfindet, ist die andere Frage. Aber wir haben auf jeden Fall alle Geheimnisse gelüftet bis jetzt. Ja. Die Masken können wir erst weitermachen, sobald wir die letzte haben. Die kriegen wir da drin und da kommen wir erst rein über die Quest der Akademie. Das bedeutet, wir müssen da weitermachen. Erstmal. Ach, schade. So schade. Ja. Naja, auch nicht so schlimm. Dann müssen wir hier einfach dann nochmal hin.
Wir haben es uns auf jeden Fall gründlich angeschaut, alles. Wir haben jetzt alle Orte außer diese Höhle aufgedeckt auf der Karte. Schon heavy. Schon sehr heavy. Okay, Krieg und Akademie ist beides da drüben. Wie lange haben wir denn noch? 15 Minuten. Ja, ich habe ja geschnitten. Ich kann ja gar nicht die Uhr gucken. Dann machen wir nochmal... eine kurze Rundreise. Um... etwaiges Wahnsinnserz noch zu kriegen. Ich nehme euch da jetzt einfach mal mit, ne? Kurz mal die Karawanenspots ein bisschen abreisen. Oh, ein Eichen. Okay, die sind schon mal nicht da. Markart sind die nämlich hier. Ich glaube, bei Falkenring tauchen die nicht auf. Aber bei Einsamkeit durchaus. Weißlauf und Driften. Windhelm ist auch eine Anlaufstelle. Oh. Direkt Bürger. Umdrehen dann wieder. Wir können ja noch einen Vogt brauchen. Machen wir das auch noch. Oh, Schmetterlingis. Ah! Und was bist du? Ein Fackelwürmchen. Am helllichten Tage. Ausgewöhnlich. Oh. Zwei Karawanen. Mal dran. Ich heiße euch willkommen. Werft einen Blick darauf. Das wäre ja das allerbeste. Aber hallo, Bernstein. Ja. Haha, Wahnsinn. Kommt zwei. Mindestens. Mindestens nicht eins. Aber immerhin. Der hat viel Zeug. Kurz mal durchgucken. Wegen Arthur-Narrenschmied. Oh, Horkerzahn. Ja, brauchen wir noch ein paar. Was war da noch? Was war da noch? Jetzt den Rest noch zusammenkriegen für das Haus. Ah, okay. Ihr seid einfach am Gehen. Super, dann hat das ja wunderbar geklappt. Holen wir uns noch einen Huskarl. Oder? Ja, Huskarl an unserer Seite. Geht ja sehr schnell. Ja, dich nehme ich mit, Schmetterling, aber mehr erstmal nicht. Wir könnten da schon lange wieder Loot abholen da drin. Noch ein bisschen rumreisen. Kann ich und euch helfen? Dann geht's dann nächste Woche richtig hart ins Questing rein. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, Jordis, auch eine Kahn. Frau. Komm mal mit. Komm mal geht mit. Voran. Ja. Mach ich. Sehr gut. Dann können wir dann da auch noch Tiere kaufen und so, wie sich das gehört bei einem Haus. Nach Hause müssen wir nicht. Eigentlich. Müssen wir? Nee. Dämmerstern könnten sie auch sein. Gehen wir da auch kurz hin. Kann nicht schaden. Ja. Ist auch nicht da. Schade. Versuch was wert. Okay, dann Haus. Was für eine Rumreiserei. Ja. Noch kurz am Ende der Folge. Macht ja nix. Du da. Ein feines Haus wie dieses braucht einen guten Vogt. Ja, ich genau. Ich bin gerne bereit, dieses Amt zu übernehmen, wenn ihr es wünscht. Dafür bist du hier. Würde mich freuen. Lasst es mich wissen, wenn ich etwas für euch tun kann. Ich stehe Perfekt. Euch zu Diensten. Ehre Dann. Sei mit euch, mein Tane. Veränderungen, ja. Woran? Eine Kutsche. Sehr gut. Ich werde mich sofort um... Selbstverständlich. Noch mehr Veränderungen. Ein Bade. Es wäre schön, etwas Musik im Haus. Selbstverständlich. Genau. Ein Hotte Hü, ja. Darauf. Selbstverständlich. Ein Woran Chor. Woran habt ihr gedacht? Ein schöner Chor. Ich halte die Augen nach einer guten Kuh offen. Selbstverständlich. Und ein paar... Woran? Ich werde mich sofort darum kümmern. Ja, genau, genau. Selbstverständlich. Ich werde mich sofort darum kümmern. Selbstverständlich. Ich werde mich sofort darum kümmern. Direkt alle kaufen.
Baumaterial? Nee. Alles gut. Mhm. Genau, und hier ist schon unser anderer Huskal, der. Was benötigt? Gregor! Es ist mir eine Ehre, euch wieder. Gut. Komm mal mit. Mein Platz ist an eurer Seite, Tane. Ich brauch jemanden, der meine Stäbe trägt. Was mir gehört, gehört auch euch, Tane. Nee, umgekehrt. Was mir gehört, gehört auch dir, wolltest du sagen. Sind ja da noch mehr Stäbe dazugekommen? Oh mein Gott. Ich muss mich dann da irgendwie mal darum kümmern, aber im Moment habe ich keinen Bock darauf. Solange die alle tragen können, geht das klar. Okay, ist da noch irgendwo ein großgeweihiges Tier unterwegs? Nein? Dann sind wir hier auch soweit mal durch. Dann noch kurz Weißilaufi. Oh ja, schon bald ist die Folge durch. Dann gehen wir noch nach Winterfeste am Ende. Da noch die kleinen Quests abgeben und dann geht's dann ans richtige Questing nächste Woche mit euch. Werft einen Blick darauf. Ja, perfekt. Perfekt. Nein. Ja, super, danke. So, dann kriegen wir dann das wirklich noch hin, auch mit der Wahnsinnsrüstung, freut mich. Und ja, es war ein bisschen eine Reinfallfolge, da wir da nicht reingekommen sind. Aber ja, kommt ja nicht so oft vor bei mir. Oh, ich habe den Helm gar nicht an. Warum denn? Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Wir machen nächste Woche genau hier weiter. Ich freue mich sehr darauf. Questing, questing. Ja. Bis dann. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und auf Wiedersehen.